Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Grüß dich ganz herzlich. Heute wieder pünktlich um 12:30 Uhr. Zur Challenge raus aus Mangel und Orientierungslosigkeit rein in die Seelenfreude. Hallo liebe Annette. Schön, dass du dabei bist. Und anhand der Herzen, denke ich mal, bin ich gut zu sehen und zu hören. Sehr schön. So, was habe ich heute vorbereitet? Vielleicht mal noch einen kleinen Tipp am Rande hier. Ich habe hier meinen Krug mit meinem Energy Drunk für heute noch stehen. Ich mache mir zurzeit morgens eine Orange, eine Zitrone mit Wasser. Komplette Orange, komplette Zitrone. Bio-Zitrone. Gerne auch, ja, gerne auch mit Schale in den Blender rein, in den Hochleistungsmixer. Und da, weil ich heute Morgen auch schon frische Kräuter holen, wenn du dich mit Kräutern auskennst, dann wirst du vielleicht ja eh unterwegs sein, denn da sprießt jetzt alles in der Richtung. Oder wenn du denkst, ja, da war doch was, vielleicht kleinere Reminder, auch mal Kräuter dir zu holen. Bei mir ist es heute Morgen hier ein Mix aus Löwenzahn, Spitzwegerich habe ich drin. Dann haben wir auch Grünkohlblätter noch im Garten von einem Grünkohl, von einer Sorte. Das ist eine ganz, ganz alte Sorte, die auch überwintert. Davon ist noch ein Blatt drin und Löwenzahn, Brennnessel natürlich. Dann gibt es Schafgarbe, Spitzwegerich schon. Und ja. Ach, jetzt komme ich schon auf den Namen. Girsch. Der Girsch sprießt ja auch schon. Orange ist stimmungsaufhellend. Genau. Ganz genau. Habe ich im Übrigen auch, sieht man hier, da ist mein Diffuser. Da habe ich auch ätherisches Öl drin, Orange. Der ist auch an. Genau. Ja, vielleicht geht es mir deshalb so gut. Trotzdem, was da draußen so alles los ist. Ich habe heute Morgen auch hier in der Gruppe gepostet. Ich fühle mich gerade so wie das Auge des Hurrikan. So, Hurrikan rund um alles im Sturm und tralala und sowieso und hast du nicht. Und in der Mitte vom Hurrikan ist absolute Stille und Ruhe. Und so geht es mir auch gerade die letzten Tage. Ich bin so in meiner Freude. Und gestern habe ich noch zu meinem Mann gesagt, was ich gerade so beobachte, so der Unterschied zwischen Kopf und Herz und Verstand und ja, Bauch, wie auch immer, dass ich so beobachte, dass mein Kopf mich die letzten Tage immer öfter fragt, was hast du eigentlich für einen Grund, so glücklich und zufrieden zu sein? Ich gebe ihm keine Antwort drauf. Ich beobachte das einfach nur. Aber das ist schön, so ein Gefühl zu haben. Und damit würde ich dich ja auch gerne mal hier anstecken. Auch so zum Auge des Hurrikan zu werden. Und stell dir mal vor, wir werden alle zum Auge des Hurrikan. Dann hat der Hurrikan gar keinen Grund mehr da zu sein. Ne? Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in eine kleine Übung wieder rein, um den Körper heute wahrzunehmen. Ich würde dich dazu einladen, mal deine Augen zu schließen, eine bequeme Sitzhaltung einzunehmen, auch mal, wie ich das gerade so instinktiv gemacht habe, mal so auszuatmen, so einen Stoßseufzer mal von dir zu geben. Hört dich ja niemand. Dich leer zu machen, die Schultern sinken zu lassen. Und mal ganz im Hier und im Jetzt, in diesem Moment hier anzukommen, in diesem Augenblick, der in jedem Augenblick schon wieder ein neuer Augenblick ist. Nimm gerne auch Kontakt zur Mutter Erde auf, die dich, die uns alle nährt und trägt. Und stell dir mal vor, wie du dich leer machen kannst, zumindest für diesen Moment unserer gemeinsamen Zeit hier jetzt, in unserem gemeinsamen energetischen Raum auch. Schick mal all das, was dich beschäftigt, belastet, was auch immer es ist, einfach mal aus dem Raum, in dem du dich befindest, raus, vor die Tür.
Schick's einfach mal raus. Kannst ihm ja versprechen, wenn du das möchtest, nachher wieder für all die Themen wieder da zu sein. Kannst du gerne alle wieder zu dir zurückholen oder eben auch draußen lassen, wie du möchtest. Ja? Also schick einfach mal jetzt, erlaub dir das einfach mal, für die nächsten paar Minuten all das, was dich beschäftigt, einfach mal vor die Tür zu schicken. Und deinen Raum, in dem du dich befindest, mit deiner ganzen Präsenz einzunehmen. Und all den wunderbaren Energien, die dich dabei unterstützen möchten, alle lichtvollen Energien, alle Energien der Heilung, des Friedens, der Harmonie, der Gesundheit, der Stille, die zu dir fließen möchten, erlaube diesen Energien jetzt auch zu dir zu fließen und fühl dich auch eingeladen, sie einzuatmen, über die Nase ganz tief und genüsslich einzuatmen. Und erlaube diesen Energien, deinen gesamten Körper zu durchfluten und zu durchpulsen, auch darüber hinaus zu strömen, über deinen physischen Körper hinaus, in alle feinstofflichen Körper, auf alle Ebenen deines Seins und so den gesamten Raum auch einzunehmen, in dem du dich befindest. Sehr schön. Und nimm mal wahr, wie gut das jetzt tut, dass es weiter nichts zu tun gibt, als einfach nur da zu sein. Diese Energien zu dir strömen zu lassen, einzuatmen, mit ihnen zu sein. Und mit jedem Ausatmen mehr und mehr zu entspannen. Vielleicht mag dir auch sogar ein Lächeln jetzt über das Gesicht huschen. Sei einfach da, hier und im Jetzt. Atme und genieße. Wenn die Gedanken abschweifen, sobald du es bemerkst, einfach nochmal die Aufmerksamkeit auf diese wunderbaren Energien, die da sind, die zu dir strömen möchten. Diese Einatmen und mit jedem Ausatmen mehr und mehr in die Entspannung zu kommen. Und dann lade ich dich ein, mal deinen Körper wahrzunehmen. Und einfach mal wahrzunehmen, welche Stellen an deinem Körper, such dir zwei Stellen aus, jetzt berührt werden möchten. Bei mir ist es gerade der Bauch, Nabel, dieser Bereich und das Herz, Herzchakra. Vertrau da deiner Wahrnehmung, deinem Körper. Wo möchte dein Körper jetzt berührt werden? Und leg da einfach deine Hände auf. Und stell dir vor, wie diese wunderbaren Energien, die wir eben eingeladen haben, zu uns in unseren Raum und insbesondere du in deinen Raum, wie die jetzt verstärkt genau in diese Bereiche deines Körpers strömen. Erlaub es ihnen. Und von dort aus weiter strömen. Tank dich so auf mit diesen Energien. Du hast Zeit dazu, jetzt. Das machen wir jetzt mal für eine Minute. Lass dir Zeit, dass die wunderbaren Energien, die zu dir strömen, insbesondere auch über die beiden Körperstellen in deinen Körper fließen, die dein Körper dir signalisiert hat, die du brauchst,
jetzt, wo deine Hände liegen. Sehr schön. Und dann lade ich dich ein, auch noch mal gerne deine Augen zu öffnen und mal deine Thymusdrüse hier, falls du nicht weißt, wo das ist, dann schau jetzt einfach mal, es ist dieser Bereich hier, durch Klopfen zu aktivieren. Klopf da einfach. Sanft. Deine Thymusdrüse, um hier deine Kraft zu aktivieren. Deine Stärke. Ich lade dich auch gerne dazu ein, dich dem Gedanken zu öffnen, während du so weiter deine Thymusdrüse aktivierst. Dass du, jeder von uns, also auch du, der Schöpfer, die Schöpferin deiner Lebenswirklichkeit im Außen bist. Und egal, was da im Außen gerade geschieht, du dennoch für dich entscheiden darfst, wie möchtest du es haben? Wie möchtest du dich jetzt fühlen? Und das hat nichts damit zu tun, gegen irgendwelche Vorschriften jetzt anzukämpfen oder irgendwelche Dinge zu machen, die aus welchen Gründen auch immer uns jetzt hier gerade auferlegt werden, sondern dennoch kannst du dich fragen, wie möchtest du es jetzt haben? Wie soll dein Tag heute sein? Ab jetzt, auch wenn du dich heute Morgen vielleicht schon geärgert hast, vielleicht auch außer dir warst, was auch immer, wie soll dein Tag jetzt sein? Und einfach weiter die Thymusdrüse klopfen. Ich bringe da auch gerne mal noch ein Beispiel von unserer Family gestern. Mein Mann hatte ja gestern Geburtstag. Wenn wir nicht in dieser Ausnahmesituation jetzt wären, dann wären mein Mann und ich ja schon mal auf Bali seit gestern. Die Kinder wären planmäßig am Sonntag nachgeflogen. Das haben wir jetzt alles geändert, ist alles verschoben. Und so hatten wir dann gestern hier einen wunderbaren Tag innerhalb der Familie. Gestern Abend zusammengehockt, mit Freunden noch. Und einen wunderbaren Abend verbracht, einfach miteinander kommuniziert. Kein Fernseher, kein Radio, gar nichts. Einfach da gesessen und uns wunderbar unterhalten. Und diese Zeit genommen. Hier lauschst. Wir hätten auch die Entscheidung können treffen, wir sind jetzt ganz trübselig, weil wir jetzt nicht in Bali sein können oder weil wir auch mit nachts fübern können, wo ja mein Wohnsitz ist und, und. Ich kann trotzdem die Wahl treffen, glücklich und zufrieden zu sein, mich ja, erfüllt zu fühlen, zu lächeln, mich auf den Tag zu freuen, da zu sein, präsent zu sein, im Hier und im Jetzt, ja. Und um diese Gefühle zu unterstützen, ist es hilfreich, ja, die Thymusdrüse zu aktivieren. Und ich würde dir noch etwas gerne mit auf den Weg geben, was auch total hilfreich ist. Ab sofort mal verstärkt, das ist bestimmt nichts Neues, aber wir vergessen es immer gerne, inklusive mir selbst, auf unsere Körperhaltung zu achten. Denn mit deiner Körperhaltung kannst du dich auch in eine andere Schwingung, in eine andere Energie versetzen. Ich bringe dir mal ein Beispiel. Wenn du so gebückt gehst und Kopf, ich übertreibe jetzt mal, hängen lässt, wie fühlst du dich dann? Da fühlst du dich automatisch down und es ist kaum möglich, in eine richtig gute Energie zu switchen, ja? Wenn du aber einen aufrechten Gang hast, deine Wirbelsäule aufrecht ist, so nach dem Motto, Bauch rein, Brust raus, kannst du kaum in eine negative Schwingung kommen. Ja? Deshalb die Einladung an dich, achte ab sofort auch verstärkt auf deine Körperhaltung, aufrechter Gang, Bauch rein, Brust raus. Und spür, was auch das mit dir macht, gerade in der jetzigen Situation, in der jetzigen Zeit.
um dich in eine andere Schwingung zu bringen, Stimmung zu bringen und dich in eine gute Energie zu versetzen und hier Thymusdrüse immer und immer wieder klopfen und aktivieren. Okay? In diesem Sinne, vielleicht eins noch. Ich habe es heute Morgen ja schon gepostet im Hinblick auf Auge des Hurrikan. Hinterlasst mir doch gerne mal Kommentare hier, was so dein größtes Problem, deine größte Herausforderung im Moment ist. Ich werde so, ich weiß nicht, heute oder morgen auch noch ein Special hier machen, unabhängig hier von der Challenge. Das wird ein bisschen länger sein. Ich werde dich dazu noch speziell einladen. Was jetzt das Allerbeste ist, um wirklich dein Immunsystem zu stärken. Ist vielleicht ein anderer Tipp, als du dir jetzt vorstellst. Hat nichts mit Nahrungsergänzung oder sowas zu tun. Aber damit ich dich noch besser da entsprechend auch unterstützen kann, hinterlasst mir doch gerne mal einen Kommentar, im Kommentarfeld vielmehr, was so deine größte Herausforderung im Moment ist. Ob es Ängste sind, ob es Unsicherheit ist oder können auch körperliche Signale sein, was auch immer, damit ich dir da einfach auch noch weitere Impulse und Gedanken und Aspekte und Anleitungen schenken kann, damit du auch ja, in deine Mitte kommst, stabil wirst, auch in der jetzigen Situation und da gestärkt hervorgehst. Okay? In diesem Sinne, hab noch einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald. Wir sehen uns. Ciao, ciao.